Herzlich willkommen zur nächsten Super Mario 3D World Episode hier auf Viper Games for You. Ich bin Suivo. Und wir müssen erstmal noch das Level hier machen, bevor wir da weitergehen können. Das ist ein bisschen eine Floßfahrt im Dschungel. Hört sich ein bisschen anders an, als ich gedacht habe jetzt. Egert, hier ist alles voller Gift und Scheiße. Wir müssen uns beeilen, weil das Floß wegfährt. Wenn ich das richtig sehe. Okay, Katzenanzug klingt gut. Hoch da. Da ist aber sonst nichts. Guck mal, was hier oben ist. Ich denke, wenn wir uns hier oben halten, kriegen wir die Dings, die Sachen, die wir brauchen. Schätze ich einfach mal. Da ist nichts. Dann gucken wir, dass wir da hinkommen. Müssen wir mal ordentlich schwingen, denke ich. Okay. Weg mit dir. Warum müssen sie die Dinger hier denn nochmal benutzen? Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Teile nicht dabei gewesen wären. Hier ist der Stempel. Okay, ja, ist der Zwischenspeicher. Ja, das Floß fährt da vorne schon entlang. Das ist nicht so geil. Das war nicht so geil. Okay. So, jetzt ist unser Katzenanzug weg. Lass mal gucken, dass wir den jetzt hier wieder kriegen. Wie vermutet. Geh mal hoch hier erstmal. Ach, genau wie ich gedacht habe, dass wir die Sachen hier oben bekommen werden, die wir brauchen. Was war das? What the fuck? Alter Schwede. Ärgert mich sowas. Da könnte ich immer loskotzen. Einzig gut ist, dass wir haufenweise Leben haben. Und uns sowas eigentlich scheißegal sein kann. So. Das war jetzt nicht ganz so wie geplant, aber wir haben es wohl gut genug hingekriegt, dass wir hier runter konnten. Und uns fehlt aber irgendwo ein grüner Stern. Ich weiß nicht, wo er gewesen sein soll. Wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, wo der gewesen sein soll. So, mal runter wieder hier. Aber den Sticker haben wir zumindest. Okay. Wahrscheinlich wird der erste grüne dann unten gewesen sein und wir sind oben rum. Das ist einfach mal meine Vermutung. Ohoho, okay. Was ist denn hier los? Das gefällt mir nicht. Dicke Giftspritze hier. Gehen wir mal da rein. Da hätten wir hochgekonnt, hätten wir was gehabt. Okay, also fehlt uns irgendwo auch der letzte. Das ist ja ein komisches Level. Ganz, ganz seltsam. Ich würde fast sagen, wir machen das nochmal. Ich würde ganz gern hier die Sachen direkt holen. Weil irgendwie, das ist so ein Level, das lässt mir sonst wieder keine Ruhe. Machen wir das einfach auch. Ein bisschen verrückt. Das Ganze. Immerhin haben wir den Sticker, dann wissen wir zumindest, in welchen Abschnitten wir die Sterne finden müssen. Das ist immer ganz gut. Den Mittelding und den Sticker haben wir. Der Sticker kann ja immer überall im Level sein. Let's go, sehe ich auch so. Haben wir hier erstmal den Cat-Anzug. Diesmal gehen wir aber nicht hoch, sondern bleiben unten. Würde ich sagen. Und uns, dass wir hier hochgehen würden, nix. Okay. Bleiben wir unten. Mit den, falls wir ihn hier irgendwo verpasst haben sollten, dann noch sehen. Weg mit dem. Sieht aber nicht so aus, als wenn hier irgendwo was wäre. Hier vielleicht, das könnte ich mir vorstellen. Mal hier die Dinger holen. Hier vielleicht. Na, hier ist er auch nicht. Nur so ein Ding. Hier ist aber nicht, oder? Ich guck noch mal genauer. Nee.
Da unten ist jetzt auch nichts drin. Da kommt nur ein neues Floß. Hier ist er auch nicht. Okay, da ist was. Okay, vielleicht ist das das dann. Mal schauen. Das hat nicht so gut getroffen. Das trifft perfekt. Da oben war auf jeden Fall der erste Sticker. Ich glaube, da sollten wir dann ein bisschen, sollten hier, glaube ich, warten, bis es weit genug ist, das los, dass wir da reingehen. Ah, hier ist er drin, ne? Okay, jetzt haben wir den ersten. Perfekt. Okay, mal das auch erledigt. Dann können wir jetzt da ohne weiteres den Save-Punkt holen, weil dann haben wir jetzt die Teile, die wir brauchen. Und müssen jetzt nur noch einen finden. Ich glaube, dann gehen wir mal mit dem Katzenanzug oben rum. Oder? Sind wir das letzte Mal oben rum? Ich glaube, wir sind das letzte Mal schon oben rum. Dann gehen wir wohl lieber nicht oben rum. Okay, bleiben wir unten. Alles klar. Gucken, was da drin ist. Zack. Eine Münze. Nichts Tolles also. Hier rum, hier rum, hier rum, hier rum. Hier außen rum. Gucken wir, was da ist. Auch nur Münzen. Auch nichts Tolles jetzt. Irgendwie. Vielleicht müssen wir die alle mal kaputt machen hier. Okay, wenn wir runterfallen, bringt uns gar nichts. Alles klar. Müssen wir das auch? Auch wenn das natürlich anzunehmen war. Nicht mich jetzt falsch verstehen. Nicht, dass ich jetzt denke, dass ich gedacht habe, dass sonst da nichts passieren wird. Den da oben haben wir ja. Aber das kann es nicht sein. Dann müssen wir ihn aber auch irgendwo jetzt hier danach finden können. Holen wir die auch noch, genau. So, vielleicht müssen wir hier die drei Teile wegmachen. So, dass das hier irgendwie drin ist vielleicht. Sieht auch nicht so aus. Im ersten Moment zumindest. Bringt auch nichts, wenn man die alle kaputt macht. Okay. Da hinten ist er. Ich sehe ihn. Okay, man sieht ihn von hier aus, von der Perspektive. Das heißt, wir müssen jetzt hier aufpassen, dass wir nicht da in das Dings reinkommen. Sondern, dass wir da irgendwie hier hinten hochkraxeln. Ha. Okay. Ich würde jetzt gerne runter. Danke. Und rein da. Okay, jetzt haben wir alles. Perfekt. Können wir diesmal aber auch hier hochkraxeln. Auch wenn wir es jetzt natürlich nicht mehr brauchen, weil man einfach da hochklettert. Sehr gut, das Level auch abgeschlossen. Komplett. Brauchen wir uns da auch keine Gedanken mehr drüber machen. Miau. Ist klar. Gut. So, dann haben wir das. Sind wir jetzt bei 128. Also waren 120 definitiv nicht richtig, was ich mir vorgestellt hatte im ersten Moment. Ist noch ganz schön groß, muss ich sagen. Es sind noch so 3-4 Level. Mal gucken. Machen wir das hier als erstes. Wenn wir hier Sturm auf die Kugelwilli-Festung. Wegen mit dem Kite-Anzug sind wir hier ganz gut bedient. Okay. Irgendwie ging das mir ein bisschen schnell jetzt hier nach oben. Bisschen Angst, dass wir irgendwo was verpasst haben. Sieht aber nicht so aus. Okay. Versuchen wir mal hier hoch zu klettern. Okay, da kommt man wohl nicht hoch. Können wir das uns abschminken? Nur einen neuen Katzenanzug brauchen wir aber gar nicht. Los. Das sieht wieder interessant aus. So, erstmal gucken wir, was hier so ist. Hier ist nämlich bestimmt was. Wenn jetzt hier nur Münzen sind, flippe ich aus, Leute. Ich hoffe, das ist euch klar. Oh Mann. Ernsthaft. Ernsthaft. Oh. Das war nicht so gut. Thank you.
Naja gut, ich habe gedacht, wir sind tot. Das war ja dann noch ganz okay, wenn wir nicht tot sind. Bin begeistert. Gehen wir mal da hinten rum, würde ich sagen. Hat uns jetzt auch nichts wirklich geholfen. Dass wir jetzt hier irgendwie schneller werden oder so. Guck mal hier oben, hier ist ein bisschen Zeit. Da ist was, okay, guck mal, ob es der erste ist. Das ist tatsächlich der erste. Also ist das auch in Ordnung, würde ich sagen. Guck mal, ob hier was ist. Vielleicht der Stempel oder so. Nee. Okay, du bleibst mal hier. Oder hier ist sonst nichts mehr. Okay, können wir hier einfach weitergehen. Du zeigst uns nur wieder das Ziel, das interessiert uns aber nicht. Okay, hier ist der Zwischenspeicherpunkt. Gucken wir mal, ob wir hier hochklettern. Können wir hochklettern? Da ist doch was, okay. Wissen wir das auch. Dann erstmal hier Luft. Okay. Sieht man im Baum irgendwie was? Ne? Dann rein da. Würde ich sagen. Hier ist sowas. Ich glaube, so macht man das zwar nicht unbedingt, aber was soll's. Das war auch der zweite, also ist da alles in Ordnung. Ab nach unten. Sehr gut. Das war nicht so gut. Das habe ich schon besser gesehen. Bleibst du da? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wäre das uns abgehauen, wäre ich ausgetrickst. Was mit dir hier? Komm mal her. Bringt uns das irgendwas hier oben rauf zu kommen? Ein paar Münzis, aber das war's wohl auch schon. Okay. Das war also jetzt nicht das Rätselslösung quasi. Da lassen wir uns nicht so einfach hoch. Müssen wir jetzt das hier also wirklich nach dem Tempo machen, was die hier gerne hätten. Was willst du, Riesenkanone von uns? Nix. Wenn wir da rein kann. Kackvieh, ey. Den ab hier. Da ist was, okay. Das geht nicht. Okay, wir wissen zumindest, wo es ist, der dritte Ding. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wie wir da am besten hinkommen. Und dann müssen wir noch herausfinden, wo der Stempel sich befindet. Okay, so machen wir das am besten gleich. So, runter da, genau. Jetzt gehen wir nochmal ganz runter. Gucken, ob wir hier auf der Seite vielleicht irgendwo einen Stempel haben. Das könnte ich mir nämlich auch gut vorstellen. Ist aber nicht so. Okay, und hier oben vielleicht. Ah, da ist er. Okay, jetzt aufpassen, dass wir nicht das Ding hier kaputt machen. Okay, da haben wir ihn. Perfekt, dann haben wir alles. Würde ich sagen. Alles klar. Sehr gut. Level abgeschlossen. Alles bekommen. Was wollen wir mehr? So kann es weitergehen. Miau. Sehr gut, Mario. Du hast schon drauf. So. Machen wir da oben das komische Schneemann-Level da noch, oder was immer das darstellt. Schneegeist, Schneegestöber, kein Plan. Wir machen es auf jeden Fall. Winterstürmer. 6 von 5. Alles klar, wer bist du denn? Damit ich kaputt machen kann? Okay, das geht wohl nicht. Ein Versuch war es wert. Da oben hätten wir aber hingekommen.
keinen Kettanzug jetzt da, das ist ein bisschen ärgerlich. Passiert uns da was? Nee. Alles mal ausloten hier, würde ich sagen. Also du machst jetzt gar nichts, wenn man dich da andödelt, oder was? Bisschen seltsam, was hier. Also die mag ich jetzt nicht wirklich. Was mit dir? Komm mal her. Ich will deinen Schlittschuh haben. Oh Mann. Ernsthaft jetzt? Okay, Feuerblume. Ich denke, dass darüber hätten wir fahren können, hätten wir den Schlittschuh gehabt. Gehen wir hier außen rum. Okay, der hält inne, wenn wir ihn anballert. Ah, was haben wir denn da gesehen? Das ist Nummer 1. Sehr gut. Komm hier los. Ich glaube, die brauchen wir nicht anballern. Da müssen wir einfach nur im richtigen Moment nach unten. Und dann springen wir doch da mal. Frage ist, wollen wir hier hin? Oder wollen wir runtergepustet werden? Okay, runtergepustet werden wollen wir nicht. Aber ich würde gerne wissen, was dann ist, wenn wir mit dem Schlittschuh da entlang fahren, ob da auch was ist. Deswegen machen wir das Ganze jetzt nochmal. Okay, nur nochmal. So ein bisschen schnell. Bisschen voreilig. Holen uns auch die Feuerblume da vorne. Warum denn nicht? Sind wir dabei gerade ein. So. Diesmal behalten wir die dann wirklich aber auch mal. So. Guck mal, dass wir dich da irgendwie abballern. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Ey, geh mal rein da, hallo? Hier ist nämlich der Stempel. Ha! Ich wusste, dass da bestimmt was ist. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Okay, so komme ich raus. Da ist doch ein Ding. Praktisch. Fahren wir uns einen halben Weg da draußen rum. So, den haben wir auch wieder. Da hat sich das alles hier gut erledigt. Und runter. Rein da. Perfekt. Stempel haben wir, ersten Stern haben wir. Jetzt müsste hier nur noch der Safe-Punkt sein. Ich bin glücklich. Und da ist er auch. Sehr gut. Bin sehr glücklich. So, guck mal, was hier abgeht, wenn wir jetzt hier rumfahren. Da ist wohl nichts. Da ist was. Wie kommen wir denn da hin? Okay. Sind wir jetzt im richtigen Moment runter, das? Das war nicht so der richtige Moment. Okay. Müssen wir mit dem Timing, wenn der Wirbelsturm da kommt, müssen wir da runter auf jeden Fall. So viel ist klar. Würden wir wahrscheinlich kaputt machen. Ja. Das war es jetzt auch noch nicht so ganz. Das geht auch nicht. Dann brauchen wir wirklich ein erstklassiges Timing, denke ich. Damit das gut klappt. Was ist denn da drüben noch? Das sehe ich jetzt erst. Müssen wir nochmal gucken gehen, ob wir hier drüben auch noch was haben. Ha, hier ist nämlich auch noch was. Der Held war aber vorne, das wäre wahrscheinlich der letzte gewesen. Okay, okay. Dann haben wir den nämlich beinahe verpasst gehabt. Gut, dann haben wir das nämlich auch noch gesehen und gemacht, logischerweise. Jetzt müssen wir es nur mit dem Timing von dem da hinbekommen. Okay, das haben wir. Perfekt. Sehr gut. Jetzt müssen wir es nur noch fertig kriegen. Oh, das ist nicht so gut. Uiui, war das knapp. What the fuck, ey. Nicht so gut. Uiuiui. Uiuiuiui. Eieiei. Puh. War schon ein bisschen übel. Ich denke, jetzt hier kann nichts mehr schief gehen. Ist jetzt nur noch, wie hoch kommen wir? 8000. Soll mir recht sein. Habe Level abgeschlossen, das ist das Wichtigste. Und alles bekommen. Eigentlich, glaube ich, haben wir jetzt hier in dem Gebiet, glaube ich, überall alles. Gucken wir doch gerade mal einfach mal. Just for fun.
Zack, zack. Ich weiß nur noch nicht, was gelb und rot im Mario-Fahren bedeuten sollen. Wahrscheinlich, wie wir ihn abgeschlossen haben. Da haben wir alles. Hier haben wir natürlich. Da haben wir. Da fehlt uns der Stempel. Okay. Hier haben wir alles. Da haben wir alles. Und da fehlt uns auch der Stempel. Okay, da sind wir überall die Sterne zwar. Uns fehlen aber Stempel. Okay, was ist denn das hier? Und hier sind wir nicht gekommen. Gucken wir mal, was das ist. Fällt mir gerade erst auf. Was ist denn das hier? Wieder ein Stempelhäuschen oder wie? Okay. Mir gar nicht aufgefallen. Okay. Nächsten Stempel bekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So geht das ab. So. Dann würde ich aber auch sagen, machen wir an der Stelle erstmal wieder einen Cut. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.